Kanzlerin hat ja in der letzten Woche zu diesen NS-Vergleichen schon das Nötige gesagt. Sie sind historisch deplatziert. Sie verharmlosen die singulären Verbrechen des Nationalsozialismus und sie müssen aufhören. Und damit meint die Bundeskanzlerin nicht nur, dass man aufhören muss, so über Deutschland zu sprechen, sondern selbstverständlich auch über andere Länder Europas. Die Niederlande haben schwer unter dem NS-Regime gelitten. Und es ist unmöglich, wenn man ihnen jetzt Nähe zu einer solchen Ideologie anhängen will. Und es disqualifiziert sich von selbst. Also auch diese Verunglimpfung eines unserer engsten Partner und Freunde muss aufhören. Konkret zu der Frage, mit der Sie eingeleitet haben, es bleibt die Haltung der Bundesregierung, dass wir, gerade wenn wir bei anderen Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit kritisieren, dass wir diese Werte in unserem eigenen Land hochhalten. Und das heißt, dass wir eben kein generelles Verbot von Auftritten türkischer Politiker ausgesprochen haben. Im Rahmen unserer Gesetze und unseres Veranstaltungsrechts und unter der Auflage, dass hier keine innertürkischen Konflikte geschürt werden dürfen und dass solche Auftritte rechtzeitig und transparent angekündigt sind. In diesem Rahmen können Auftritte möglich sein. Und es hat ja solche auch in der Vergangenheit ohne Gefährdung der öffentlichen Ordnung gegeben. Aber angesichts der Eskalation der letzten Tage ist es auch klar, dass die Bundesregierung die Lage sehr genau beobachtet und dass sie ihre Entscheidungen entsprechend fällt. Das europäische Verhältnis zur Türkei, das trübt sich weiter ein. Die türkische Regierung, allen voran Präsident Erdogan, provoziert am laufenden Band und in unerträglicher Manier. Wir sagen, Europa muss diesen verbalen Entgleisungen entgegenstehen, braucht hier eine einheitliche Stimme, muss aber vor allen Dingen besonnen reagieren. Eine verbale Eskalationsspirale, die sollten wir uns nicht leisten. Wir sehen gerade in den Niederlanden, wohin das führt, dass es zu Eskalationen auf der Straße kommt, dass die Menschen, die dort eigentlich friedlich zusammenleben sollen, dass es sie spaltet, gegeneinander aufbringt und dass es gerade in den Tagen vor der zentralen Wahl in Europa ein falsches und schlechtes Zeichen. In Niederlanden entscheiden sich in 3 Tagen, ob Europa weiter nach rechts rückt oder ob es den rechten Populisten die Stirn bieten kann. Und deswegen wäre es hier wichtig gewesen, Besonnenheit zu zeigen. Aber die brauchen wir in allen europäischen Ländern. Und dafür muss sich Deutschland weiter einsetzen. Die Auseinandersetzung wird zudem von der Türkei nach Europa reingetragen. Wir befürchten nicht nur entsprechende Debatten und Ausschreitungen in den Niederlanden, sondern auch in anderen Ländern, wenn es zu solchen Absagen kommt. Und Sie werden auch weiterhin den Präsidenten der Türkei stärken, weil er sich natürlich in einer Opferrolle sieht. Er wird das für sich nutzen, nutzt es bereits für sich, dass er stigmatisiert wird. Das wird die Anhängerschaft stärken. Das wird die Geschlossenheit hinter ihm stärken. Und deswegen sollten wir, wie eben schon gesagt, besonnen reagieren und uns genau anschauen, welche Stellungnahmen in Richtung Türkei gegeben werden. Klar ist, die Türkei will mit dem Verfassungsreferendum in Richtung eines autoritären Regimes, in Richtung einer Diktatur. Und Erdogan nimmt hier auch keinerlei Rücksichten auf diplomatische oder auf demokratische Regeln. Aber deswegen sollte nicht die Debatte dominieren, ob wir Verbote aussprechen für Versammlungen, sondern wir müssen zusammen mit den türkischstämmigen Mitbürgerinnen und Bürgern diskutieren, wie wir Demokratie stärken können in der Türkei, hier bei uns die demokratischen Werte hochhalten und vor allen Dingen auch gerade mit Blick auf die Türkei die freie Meinungsäußerung und Selbstbestimmung wiederherstellen.